Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Mira, und wir machen heute einen leckeren Filo-Kuchen. Filo-Kuchen, der wird mit so Filo-Teig oder auch Jufka-Teig gemacht. Das ist so ein ganz dünner Blätterteig, den man auch benutzt, wenn man Baklava macht zum Beispiel. Und mit dem muss man auch ganz vorsichtig sein, der reißt nämlich ziemlich schnell. Und um den kümmern wir uns auch gleich schon. Ich lege ihn nochmal ganz schnell zur Seite, denn als erstes müssen wir Butter schmelzen. Die habe ich hier und die kommt jetzt gleich in den Topf und die wird dann bei niederer Hitze langsam geschmolzen. Jetzt schnappe ich mir hier mal meinen Jufka-Teig und falte den auf. So, da seht ihr schon, der ist ganz schön groß und es liegen zwei Schichten aufeinander. Und da muss ich jetzt mal schauen, wie ich hier drunter komme. So, die eine erstmal schon mal ein bisschen von der anderen löse und mir den dann ein bisschen zurechtreiße. Also ich werde ihn jetzt hier mal versuchen, in der Mitte einfach durchzureißen. Das muss nicht so genau sein, weil wir den eh gleich raffen, aber einfach, dass die nicht ganz so riesig sind, die Stücke. So. Das Stückchen hier bestreiche ich mir jetzt ein bisschen mit der geschmolzenen Butter und dann wird das so geriffelt. Dafür schiebe ich jetzt hier einfach so ein bisschen den Teig zusammen, ein bisschen so grob, wir wollen ihn ja nicht richtig falten. Wir wollen ja diese schönen Wellen hier sehen. Und wenn ich das so ungefähr habe, dann fange ich an, den einzurollen. Wie so ein Blütenblatt. Und so kann ich das dann nehmen und in meine gefettete Springform setzen. Jetzt ist das natürlich noch nicht fertig. Das machen wir jetzt noch so lange, bis die Form voll ist. Gesehen, dass meine Jufka-Blätter ziemlich groß waren und ihr könnt natürlich auch kleinere kaufen, dann müsst ihr halt vielleicht ein paar mehr wickeln und reinrollen. Jetzt gieße ich noch meine restliche Butter hier drüber und bestreue das Ganze noch ein bisschen mit Zimt. Und das kommt jetzt bei 175 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen und das für ungefähr 20 Minuten. Während der Kuchen im Ofen ist, erhitzen wir schon mal die Milch und schlagen in der Zeit 6 Eier mit Zucker. Und das Vanilleextrakt kann auch schon mal dazu. Die heiße Milch geben wir ganz langsam beim Rühren zu den Eiern dazu. Das gießen wir jetzt über den Kuchen, den habe ich gerade aus dem Ofen geholt. Der ist also noch richtig schön heiß. Das soll er auch sein, wenn wir das da drüber geben. Und der geht jetzt nochmal für ca. 25 Minuten in den Ofen. Der Kuchen ist fertig und auch schon abgekühlt. Jetzt mache ich nur noch ein bisschen Puderzucker mit Zimt obendrauf. Dafür habe ich hier einfach eine kleine Portion Puderzucker, könnt ihr so nach Gefühl machen, und etwas Zimt. Und das vermische ich beides miteinander und durch ein Sieb
lasse ich das dann da drüber rieseln. Der Filokuchen ist fertig und ich habe schon die ganze Zeit diesen leckeren Vanillegeruch in der Nase. Oh, ich kann es kaum erwarten, ihn zu probieren. Macht ihn unbedingt nach, schaut euch auch die anderen Videos an und bis ganz bald.